4 miles. So after 32 minutes, everybody should be finished. Let's go. Ja, heute war der zweite Trainingstag, war anstrengend und gestern hat sich die Mannschaft gut präsentiert. Trotzdem, die Müdigkeit ist da. Heute sind sie schon etwas schwieriger gelaufen, aber wir werden unser Programm durchziehen. Die Jungs werden sehr, sehr müde sein, aber am Ende werden wir sehr fit sein. Erstes Testspiel ist am 20. gegen AET Giants. Da werden wir 2 Spiele. Danach haben wir jedes Wochenende ein Turnier mit mindestens 2 Spielen, wo wir einfach die ganzen Systeme und das Spiel testen werden. Vorbereitungsprogramm ist hart. Wir werden insgesamt 10-mal draußen auf dem Sportplatz sein, trainieren, laufen, anschließend trainieren. Wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir haben natürlich ein paar Tage Ruhe dazwischen. Insgesamt hoffe ich einfach, dass wir verletzungsfrei bleiben und dass wir einfach wirklich gesund durchkommen. Daniel hat sich vor circa 4,5 Wochen die Plantarsehne angerissen. Eine sehr schwerwiegende Verletzung, wobei man nie genau weiß, wie die Heilung sein wird. Er hat jetzt 4 Wochen lang einen Schuh angezogen, der komplett das Gehen entlastet. Morgen geht der Schuh runter, dann wird er 2 Wochen lang mit Einlagen getaped, langsam auf dem Fuß Belastung bringen und dann werden wir ein MRT machen und hoffentlich dann sehen, dass er dann zum Training langsam wieder einsteigen kann. Wir haben 4 Neuzugänge. Einer, Dorian, war schon letzte Saison, zumindest beim Training bei uns, bekannt, wird die 4 spielen. Dann haben wir auf der 4 Trent Weaver verpflichtet, ein 4er-5er-Center. Rookie, sein erstes Jahr in Deutschland. Macht einen sehr netten und sehr guten Eindruck. Wir werden aber sehen, wie er sich in den Spielen präsentiert. Der dritte ist Courtney Belger, ein Aufbauspieler. Kein Unbekannter, wir kennen ihn, physisch sehr starker Spieler, Aufbauspieler und auch von ihm bin ich sehr, sehr zufrieden. Marco Bujevic ist der 4., Deutsch natürlich, Shooter, spielt die Position 2-3, kann auch die 1 spielen. Ein sehr erfahrener Spieler, der uns auf der Flügelposition hauptsächlich Impulse geben wird und auch ein Spieler, der alle kennt, alles praktisch hier kennt, Deutschland kennt, mich kennt und die letzten Jahre eben Pro A in Essen gespielt hat. So dass ich denke, dass das sehr sinnvolle Verstärkungen sind zu dem schon bestehenden Team. Musik